Während des Lockdowns hat sich das Hotel Sacher etwas ganz Besonderes überlegt. Und zwar die Erlebniswelt Sacher hier im Mezzanin. Hier bei der Staatsoper kann man die Welt der Sacher-Torte etwas genauer beobachten. Und zwar von 1832 bis heute sind hier Schmuckstücke ausgestellt. Unter anderem, wenn man raufgeht in den Mezzanin, eine Ahnengalerie, die Geschichte der Familie Sacher. Es werden zudem Exponate gezeigt, die zuvor noch nie in der Öffentlichkeit zu sehen waren, unter anderem die originale Unterschrift der Kaiserin und außerdem noch viele verschiedene Tischservices aus den Jahrhunderten, die Originaluniformen und Modeskizzen von damals. Außerdem gibt es auch ein ausgestelltes historisches Zimmer und alle Motive der Artists Collections seit 2009. Und man erfährt so das ein oder andere lustige Detail. Unter anderem hat Anna Sacher persönlich ein sehr interessantes Hobby gehabt. Und zwar hat sie es geliebt, Bulldoggen zu züchten. Die kann man hier auch sehr schön sehen. Unter anderem gibt es ja auch eine Zuckerdose, auf dem ihre Lieblingsbulldogge Tommy abgebildet ist. Tauchen Sie ein in die Welt des Sachers. Am 2. Juni, da geht es los. Die Gäste sind hier willkommen. Die Personenobergrenze ist mit 14 besetzt aufgrund der aktuellen Corona-Maßnahmen. Aber das hindert Sie bestimmt nicht daran, hier einen Einblick in die Welt der Sachertorte zu erhaschen. Das Ganze geht einen Monat lang, also seien Sie schnell, denn das ist eine ganz exklusive Tour in die Erlebniswelt von Sacher.